Die deutsche Nationalmannschaft, die hat erstmals in ihrem Weltmeisterschaftsquartier in der Nähe von Moskau trainiert. Für Bundestrainer Joachim Löw geht es ja darum, seinem Team den Feindschliff dann zu verpassen vor dem ersten Gruppenspiel am Sonntag gegen Mexiko. Auf dem Trainingsgelände übrigens von ZSK am Moskau war dann auch wieder Mesut Özil dabei. Er hatte ja zuletzt wegen Kniebeschwerden auch unter anderem das Länderspiel verpasst. Rund 500 Zuschauer, die durften den ersten Auftritt übrigens verfolgen des DFB-Teams. Alles begleitet natürlich von hohen Sicherheitsvorkehrungen. Und das Wetter war besser als noch bei der Ankunft im Teamquartier. Da hat es ja geregnet. Wer kennt das nicht? Schönes Sternehotel gebucht und dann bei der Ankunft so ein mieses Wetter. Hurra, der Titelverteidiger ist da. Auch wenn so mancher in Deutschland wieder dem obligatorischen WM-Pessimismus verfällt. Das Watutinki-Hotel nahe Moskau würde den DFB-Tross nur zu gerne bis zum 16. Juli beherbergen. Und dann natürlich Late-Checkout. Watutinki ist eben nur einmal im Jahr. Die Mannschaft muss nach so einer Vorbereitung auch urlaubsreif sein. Österreich, Saudi-Arabien, Sané, Erdogan. Das ist deutlich mehr als nur Handgepäck. Der ein oder andere Bremsklotz drosselte also die sportliche und imagetechnische DFB-Maschinerie. Und das vor dem wichtigsten Ereignis des Jahres. Hashtag Hilfe von wegen. Nach drei freien Tagen versprüht der Weltmeister beim Abflug nach Russland Aufbruchstimmung. Gerade Marco Reus dürfte während des Flugs vor Aufregung gar nicht gesessen haben. Mesut Özil schweigt öffentlich immer noch. Bei Instagram ist er dagegen alles andere als schüchtern. Ja, auf Russisch kommt er richtig ins Plaudern. Euphorisch und entschlossen geht der Weltmeister ins WM-Turnier. Den jüngsten Stress, die Sorgen einfach zu Hause lassen. Kurzurlaub hat der DFB ohnehin lange nicht mehr gebucht. Und um 14.45 Uhr, so ist es richtig, also in knapp 25 Minuten, gibt es dann auch die Pressekonferenz. Joachim Löw dann unter anderem zugegen, auch Reinhard Grindel, der DFB-Präsident. Vorher wollen wir aber jetzt mal sprechen über die Gefühlslage in Moskau und zwar mit unserem Reporter vor Ort, Uli Köhler. Uli, so ein paar Eindrücke haben wir gerade schon bekommen. Du bist vor Ort. Wie ist denn die Stimmungslage gerade? Beschreib die mal. Also als erstes hast du natürlich mit 15.45 genauso recht, weil hier ist es ja eine Stunde voraus und du bist deiner Zeit auch immer voraus. Wir schauen uns gleich mal um. Wir sind also hier am Rande der Pressekonferenz. Hier ist das Pressezentrum. Heute zum ersten Mal so richtig bevölkert. Die Kollegen arbeiten schon vor sich hin, arbeiten die Trainingseindrücke auf, denn die Pressekonferenz wurde ja ein paar Mal verschoben, weil Reinhard Grindel, der Präsident, in der Stadt ist. Er musste ja abstimmen heute für die neue WM und es gab ein großes FIFA-Meeting und das dauert ein bisschen, bis das beendet war. Deshalb die Verzögerung im Moment und weil Bundestrainer Joachim Löw ja ein Mann ist, der gute Manieren hat, wartet er natürlich auf seinen Präsidenten, bis es dann in Kürze diese Pressekonferenz gibt. Also hier in Watutinki heute mal Sonnenschein von außen. Ansonsten ist das gewöhnungsbedürftig, aber das kennt man ja. Wenn man oft in so ein Urlaub in ein Hotel fährt, dann gefallen einem am ersten Tag auch das Zimmer nicht besonders, die Umgebung nicht, weil man irgendwelche anderen Vorstellungen hat. Aber nach ein, zwei Tagen hat man sich eingegruft. Und das hofft natürlich auch die deutsche Mannschaft, dass hier dann alles wirklich sich voll auf das große Unternehmen einfach konzentrieren kann, nämlich das Unternehmen Titelverteidigung. Uli, der beste Wingman, den man sich vorstellen kann. Uli, danke nochmal für das Aushelfen mit der Zeit. Also 15.45 Uhr russischer Zeit, 14.45 Uhr deutscher Zeit sind wir dann live mit dabei, gleich bei der Pressekonferenz. Und Uli, eigentlich hat man ja gedacht, viel mehr Unruhe kann es eigentlich gar nicht geben. Özil, Gündoğan, die schwachen Testspiele, die es da gibt. Allerdings, wenn man mal auf die Spanier guckt, da muss man sagen, ist ja alles noch ganz gemächlich. Zumindest haben wir noch einen Bundestrainer, der Joachim Löw heißt. Aber wenn du jetzt schon mal 20 Minuten vorausblickst, was glaubst du, was so die heißesten Fragen sein werden, die euch Journalisten und uns Journalisten dann unter den Fingernägeln brennen wird? Also ich denke natürlich, dass es nochmal um die Ziele geht, um diese Weltmeisterschaft, was Joachim Löw auch unternehmen wird, um all diese Störfeuer, die sie zum Teil selbst gelegt haben, irgendwie auslöschen zu können. Das wird natürlich eine große Frage sein. Auch der Präsident wird gefragt sein. Ich glaube, der DFB hat daraus gelernt, dass man eine Diskussion wie die um Mesut Özil und İlkay Gündoğan nicht per Dekret einfach verbieten lassen kann oder für beendet erklären lassen kann.
all die Leute, die jetzt noch weiter diskutieren wollen, können gerne weiter diskutieren. Andere werden aufhören, die Fußballfans werden sich vielleicht teilweise auch freuen, dass endlich losgeht. Und es gibt ja in diesem Erdogan-Gate-Geschichte so viele Meinungen, die alle nicht falsch sind. Nur die Lösung dazu, die ist einfach ganz, ganz schwierig zu finden. Also auch die deutsche Bundesregierung hat ja bis vor einem Jahr Herrn Erdogan auftreten lassen in Deutschland. Auch da hat sich keiner aufgeregt. Also da hat man sich aufgeregt. Daraufhin wurde es dann jetzt verboten. Also es ist immer ein bisschen schwierig, allen Beteiligten es recht zu machen. Es ist natürlich sehr unbefriedigend, was da bisher von den beiden Spielern gekommen ist. Aber auch das muss man respektieren. Wir leben in einer Demokratie. Das Recht der freien Meinungsäußerung und Nicht-Meinungsäußerung ist nun halt einfach da. Das haben wir. Und das unterscheidet uns, Gott sei Dank, von der Türkei. Ja, ein Thema mit vielen unterschiedlichen Facetten und mit vielen verschiedenen Meinungen. Uli, wenn man auf das Sportliche guckt, am Sonntag gegen Mexiko geht es dann los. Wenn man auch da nochmal die Startelf sich genauer anschaut, was glaubst du, welche Stellen sind überhaupt noch offen? Gibt es überhaupt noch welche, die offen sind? Ich glaube, die offenen Stellen, die gibt es nicht so sehr. Der Bundestrainer wird seinen Raster genau haben oder seine Elf im Kopf haben. Aber wenn ich so ein bisschen dir schildern kann, heute beim Training, das war ganz interessant zu sehen. Es war ja heute ein öffentliches Training, also das erste und einzige. Das heißt, so circa 400 eingeladene Schulkinder und Leute durften da zuschauen. Und da ging es, war schön Remi-Demi, es ging hin und her. Ein paar Autogramme gab es dann zum Schluss, glaube ich, auch noch von den Spielern. Und während des Trainings war eine sehr konzentrierte Atmosphäre. Die Mannschaft hat lautstark kommuniziert auf dem Platz. Es gab ein Spiel auf so einem verkürzten Platz mit sehr wenig Raum. Das, was die deutsche Mannschaft auch erwarten wird hier bei dieser WM sehr oft. Und trotzdem einigen schönen Toren. Also da war Feuer drin, da war auch Spaß drin. Und wenn man genau geschaut hat, auch Mesut Özil hat den einen oder anderen seiner Zauberpässe gespielt, Ilkay Gündoğan, weil die Fragen kommen ja eh immer wieder, hat auch perfekt mitgemacht, war voll integriert im Spielfluss. Und dieser Spielfluss muss halt dann bis zum Mexiko-Spiel auch noch ein bisschen intensiviert werden. Uli, dann sagen wir vielen Dank für deine ersten Einschätzungen und wir hören uns dann später wieder. Ja, herzlich willkommen zurück zu Sky Sport News HD. Also noch einmal schlafen, dann ist es soweit. Dann der Startschuss für die Weltmeisterschaft in Russland. Und heute gab es ja noch mal die Pressekonferenz mit dem Bundestrainer Joachim Löw und eben dem DFB-Chef Reinhard Grindel. Wir wollen über alles Wichtige sprechen und zwar mit unserem Reporter vor Ort. Und das ist Uli Köhler. Uli, du hast das Ganze ganz genau beobachtet. Viele große Themen gab es da zu besprechen. Was ist dir denn nach dieser Pressekonferenz im Kopf hängen geblieben? Also in erster Linie ging es natürlich heute um die Entscheidung der Vergabe der nächsten WM nach den USA, nach Kanada und nach Mexiko. Das hat der Präsident Reinhard Grindel nochmal begründet. Und im Prinzip ist das ja schlüssig, dass die gewählt wurden. Also ein kleines Land wie Marokko, wie sollen die jetzt 9 neue Stadien bauen und die alten noch renovieren? Also damit wäre ein großes Infrastrukturproblem verbunden. Wahnsinnig viel Geld würde es kosten und nachhaltig wäre es auch nicht. Also das macht einfach keinen Sinn. Das ist schade für Marokko. Das ist ein fußballbegeistertes Land. Aber so war es schlüssig, dass man Amerika vorgezogen hat, obwohl natürlich Donald Trump wieder alles dafür getan hat, dass man ein komisches Gefühl haben musste, weil er hat all denen gedroht, die nicht Amerika wählen, dass er ihnen quasi Geld entziehen würde, den Ländern. Denn das ist ja bei der FIFA mittlerweile üblich, nicht wie früher ein geheimes Votum, sondern ein offenes Votum. Jeder weiß, wie wer abgestimmt hat. Aber das war eigentlich nur das Auftaktthema. Es ging um die deutsche Nationalmannschaft, es ging um das Gefühl von Joachim Löw, wie er denn jetzt dieses Mexiko-Spiel angeht. Und er hat selber gesagt, natürlich nach dem Training, da ist noch nicht alles picobello, drum muss man jetzt arbeiten, muss man genau hinarbeiten. Aber er hätte beim Training schon Fortschritte gesehen und ich habe es ja auch gesehen, die Jungs waren echt gut drauf und haben auch so ein paar Türchen geschossen. Und natürlich kam auch das Thema Özil Gündoğan nochmal zur Sprache. Und da hat er irgendwie einen bemerkenswerten Satz gesagt, wenn Mesut Özil schon nicht sprechen will, dann lässt er wenigstens oder hoffentlich Taten sprechen auf dem Platz. Er wünscht sich viele Tore von ihm. Ich glaube, das wünschen wir alle der deutschen Fußballnationalmannschaft. Dann lass mich doch bitte noch mal nachhaken. Ist für dich dann dieses Thema wirklich vom Tisch?
Das Thema ist dann vom Tisch, wenn die Fans es auch so sehen. Und das heißt, ihn nicht mehr auspfeifen bei jeder Ballberührung. Und das Gleiche gilt für Ilkay Gündoğan. Für mich ist das Thema sowieso vom Tisch, weil es ist alles gesagt, alles getan. Vieles ist unbefriedigend beantwortet, aber auch damit muss man leben können. Und ich glaube, wenn jetzt der Fußball rollt, dann freuen sich alle Fans. So, jetzt ist die erste Trainingseinheit ja absolviert und wir haben auch gehört, Joachim Löw hat dieses schöne WM-Quartier als gute, schöne Sportschule bezeichnet mit ganz eigenem Charme. Hat sich die Mannschaft jetzt eingegroovt, deiner Meinung nach? Also das, glaube ich, geht noch nicht so schnell. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du in Urlaub fährst und dann kommt man in irgendein Hotel, das man sich anders vorgestellt hat, dann ist erstmal hängende Backen und hängende Mundwinkel sind dann angesagt. Aber nach ein, zwei Tagen gewöhnt man sich dran. Dann hat man sich auch dann ein bisschen akklimatisiert und so wird es der deutschen Fußballnationalmannschaft auch gehen. Es sind neue Zimmer, also da gibt's nichts zu meckern. Natürlich ist es weit außerhalb, irgendwo im Birkenwald. Und wenn es dann noch so regnet wie heute früh, ist die Stimmung sicher nicht sofort on top. Aber Sie wissen ja selber, die sollen Fußball spielen und sie werden sich auch an dieses Hotel gewöhnen. Und wenn man dann zwei, dreimal drin geschlafen hat, dann passt schon. Und ich glaube, die Nationalspieler wissen, worauf es ankommt, nämlich erstmal ein ordentliches Auftaktspiel hinlegen gegen die Mexikaner. Genau, das steht am Sonntag an. Und Uli, du warst ja bei diesem öffentlichen Training mit dabei. Welchen Eindruck hast du denn da gewinnen können von den Jungs? Also heute war öffentliches Training, das heißt, es waren so 150 zum Teil Schulkinder, aber auch Erwachsene da, teilweise ausgewählt von der deutschen Botschaft hier. Und die haben die Jungs erst schon mal hochleben lassen. Bei jedem Tor haben sie gejubelt. Es gab einige bei den Trainingsspielchen und am Schluss hat es noch Autogramme gegeben. Also die waren schon mal happy. Alles andere war, wie immer bei so einem öffentlichen Training, leicht chaotisch. Man musste sich um die besten Plätze raufen. Aber was haben wir gesehen? Die deutsche Mannschaft, vor allem als dann das Spiel angesetzt war, das wurde auf so einen kleinen verkürzten Platz gespielt, damit die Räume schön eng sind. Genau das, was wahrscheinlich auch im Verlauf des Turniers ein paar Mal passieren wird. Da gab es viele Tore, die Mannschaft hat sich untereinander angefeuert. Es war laut auf dem Platz, all das, was der Bundestrainer sich wünscht. Und wenn es um die Schönheit der Tore geht, war auch nicht so schlecht. Kann so weitergehen. So Uli, wir sind jetzt gespannt, wer denn da jetzt am Sonntag auflaufen darf gegen Mexiko. Hast du da eine kleine Prognose für uns? Also ich glaube, die Mannschaft steht in Jogi Löws Kopf schon, obwohl er heute betont hat, jetzt genau diese nächsten Tage werden die Entscheidung beeinflussen, denn da gibt's die letzten Eindrücke, wer ist gut drauf, wer ist nicht gut drauf. Aber ich glaube, manche Dinge sind vorherzusehen, wie zum Beispiel die Abwehrreihe, Manuel Neuer sowieso, die Abwehrreihe, die steht auch fest. Im Mittelfeld ist, glaube ich, Khedira und Toni Kroos gesetzt und vorne, da wird's mit Müller gehen, mit Mesut Özil, dann links Marco Reus und ganz vorn Timo Werner soll die Lücken reißen in die mexikanische Abwehr und möglichst auch viele Tore erzielen. Das ist meine Prognose für die Aufstellung, aber wenn der Bundestrainer andere Erkenntnisse hat, ich lasse mich da gerne umstimmen. Also wir sind gespannt. Am Sonntag geht es gegen Mexiko. Uli, vielen Dank für deine Einschätzung und auch ein spannender Fakt. Deutschland ja auf Platz 2 im Ticketverkauf nach Russland. Also Unterstützung ist da. Vielen Dank. Und Uli Köhler hat gerade noch mal seine Prognose gegeben für die Startelf am Sonntag. Und mit Prognosen geht es auch hier weiter, nämlich wer die besten Chancen hat, die Weltmeisterschaften zu gewinnen. Und unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der hat da eine Meinung zu. Pleite in Österreich, Zittersieg gegen Saudi-Arabien. Joachim Löw hätte sich für die finalen WM-Testspiele sicher andere Ergebnisse gewünscht. Da Deutschland in K.O.-Spielen aber meistens ein anderes Gesicht zeigt, sollte sich für Russland keiner Sorgen machen. Ein Turnier ist anders, die Mannschaft kann sich fokussieren auf den Moment. Jogi Löw kennt seine Spiele, er ist lang genug mit dieser Mannschaft zusammen und die Mannschaft wird ganz sicher anders auftreten wie in den letzten beiden Spielen gegen Österreich bzw. Saudi-Arabien. Das DFB-Team wohl bei jedem auf dem Zettel, ebenfalls im Favoritentopf die gut gelaunte Seleção. Die Brasilianer natürlich Topfavorit für mich, vor allem was die Offensive betrifft. Die Disziplin in der Mannschaft, neuer Trainer seit der letzten Weltmeisterschaft. Die Mannschaft hat sich nicht nur namentlich verändert, sondern auch vom ganzen System her. Spielt kompakt, will nicht unbedingt immer den Gegner beherrschen, lässt sich auch mal kompakt zurückfallen und dann eben mit ihren schnellen Spielern in der Offensive sehr gefährlich werden. Für mich der Topfavorit bei dieser Weltmeisterschaft.
Mit Kolumbien und Uruguay haben für Lothar Matthäus auch andere südamerikanische Teams großes Potenzial. Vize-Europameister Frankreich traut der WM-Rekordspieler dafür wenig zu. Mit den Franzosen rechne ich gar nicht so. Vom Potenzial her ja, tolle Spieler, tolle Einzelspieler. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Franzosen so in sich selbst verliebt sind. Und das wird sie nicht weiterbringen. Das Zutrauen in das DFB-Team dafür ungebrochen. Jetzt liegt es an Löw und Co., die positive Matthäus-Prognose zu bestätigen. Ganz herzlich willkommen zurück zu Sky Sport News HD. Schön, dass Sie mit dabei sind und wir hoffen, wir können Sie infizieren mit diesem WM-Fieber, falls Sie das noch nicht längst schon haben. Noch einmal schlafen, dann geht es los und am Sonntag, dann bestreitet ja die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Gruppenspiel gegen Mexiko. Viel wird derzeit da auch noch über die Aufstellung diskutiert, was vom Bundestrainer aber auch so gewollt ist. Wie die Aufstellung aussieht, da werde ich mich dann vielleicht am Samstag festlegen, aber heute nicht. Wir haben schon auch intern in unserer Mannschaft einen Konkurrenzkampf. Das ist auch ganz bewusst so gewollt. Und daher wird diese Woche die Eindrücke von allen Spielern, diese Woche ist für mich als Trainer natürlich schon wichtig, um zu sehen, wer ist dann bereit, von Anfang an zu spielen und wer kann möglicherweise vielleicht auch erst später kommen. Das wird man nach 3 oder 4 Trainingseinheiten hier dann auch genauer noch beurteilen. Apropos Trainingseinheiten, die deutsche Nationalmannschaft hat erstmals in ihrem WM-Quartier in der Nähe von Moskau trainiert. Und für den Bundestrainer geht es darum, seinem Team vor diesem Gruppenspiel gegen Mexiko noch diesen Feinschliff zu verpassen. Auf dem Trainingsgelände von ZSKA Moskau war auch Mesut Özil dabei, der ja zuletzt wegen Kniebeschwerden immer wieder pausiert hatte. Und rund 500 Zuschauer durften den ersten Auftritt des DFB-Teams mitverfolgen. Alles begleitet von hohen Sicherheitsvorkehrungen. Und unserem Reporter Uli Köhler, der ebenfalls mit dabei war und das Ganze ganz genau im Blick hatte. Uli, ich grüße dich. Lass uns doch erstmal über diese Trainingseinheit sprechen. Ja. Wie ist das aus deiner Sicht gelaufen? Gab es da noch weitere Besonderheiten? Also es gab bei dieser Trainingseinheit natürlich ein paar Besonderheiten, denn zum einen war es ja ein öffentliches Training, das heißt, es waren ein paar russische Zuschauer und Zuschauerinnen da, von der deutschen Botschaft teilweise eingeladen. Die haben sich ein Loch im Bauch gefreut, dass sie der deutschen Mannschaft so nahe sein konnten. Und die Mannschaft hat nachher sogar auch Autogramme geschrieben. Die haben sich schon mal komplett gefreut. Und der Bundestrainer, er hat es ja schon gesagt, hat sich auch gefreut, denn es war richtig Feuer drin bei diesem Training. Es war schön zu sehen, es gab so ein kleines Spiel, dass nicht nur Tore erzielt wurden, sondern dass es richtig laut war am Platz. Die Kommunikation hat gestimmt und irgendwie hatte man so das Gefühl, es geht jetzt so langsam in Richtung Endspurt und jeder ist auch ein bisschen befreiter. Auch die, die durch verschiedene Anlässe gehandicapt waren, auch Ilkay Gündoğan war dabei, Mesut Özil. Also alle haben gut mitgemacht, haben gute Aktionen gehabt und ich glaube, das wird den Bundestrainer ganz besonders gefreut haben. Uli, dann gab es noch einen Schockmoment rund um Julian Draxler. Bitte klär uns auf, was ist passiert und wie ist der aktuelle Stand? Also Gott sei Dank als erstes, es ist Entwarnung. Julian Draxler hat nachher auch weiter trainiert. Aber es war ein Thema heute auf der Pressekonferenz, denn der Rasen ist zu hoch und Julian Draxler ist hängen geblieben. Jogi Löw will einen kürzeren Rasen und dann haben natürlich alle hier nach dem Ding Rainer Ernst befragt. Das ist nämlich der Rasenexperte. Viele sagen Rasenpapst des Deutschen Fußballbundes. Der hat diesen Platz mit angelegt und der hat uns dann schon aufgeklärt. Es ist leider wieder mal die FIFA dran schuld, weil die völlig sinnlose Anordnungen vergeben haben. Normalerweise ist es üblich, dass da die Rasenhöhe zwischen 21 und 23 Millimetern ist. Jetzt plötzlich hat die FIFA eine Vorgabe hier für ganz Russland rausgegeben, 25 Millimeter. Der Platz hier noch dazu in Vatutinki ist nagelneu. Da war heute das allererste Training drauf. Also der wurde nagelneu angelegt und hat man jetzt mal bei 25 Millimeter belassen, wie man es gesehen hat. Um mal zu schauen, hält er die Belastung aus, wie ist es? Aber natürlich wurde diese Regel kassiert, beziehungsweise der DFB ist schon mal steil gegangen und hat gesagt, macht überhaupt keinen Sinn, ist vollkommen blödsinnig, dass in ganz Russland bei der WM eine Rasenhöhe von 25 mm vorgeschrieben ist, obwohl man in Südafrika, in Brasilien immer bei 21, 22 mm gespielt hat. Also diese Regel ist jetzt wieder kassiert. Jeder darf den Rasen runter, jeder kriegt.
Millimetern. Uli friert uns ein, und alle gehen davon aus, dass... Doch noch. Vielleicht probieren wir es nochmal, oder? Ja, wir machen nochmal, weiter, höre ja? ich gerade. Uli, dann eins, setz doch nochmal bitte an am okay. letzten Satz. Super. Am letzten Satz, wenn ich mich da noch dran erinnern könnte, Jana, aber ich werde mich bemühen. Auf jeden Fall dürfen die Greenkeeper bestimmen zwischen 21 und 25 Millimeter in allen Stadien Russlands. Man geht davon aus, und Rainer Ernst hat das auch gesagt, dass man bei 21, 22 Millimetern sich einpendelt. Dann werden alle zufrieden sein. Und der Platz in Vatutinki, ich glaube, da ist jetzt der Rasenmäher schon drüber. Wunderbar. Also der Rasenpapst muss da also nochmal ran. Dankeschön, Uli, für deine Einschätzung. Viele Grüße nach Vatutinki. Oliver Bierhoff, er hatte ja zuletzt betont, dass diese Pfiffe für Ilkay Gündoğan und Mesut Özil Auswirkungen auf das Sportliche haben könnten. Für Bundestrainer Joachim Löw geht es vor diesem Spiel gegen Mexiko daher vor allem darum, die beiden Spieler mental wieder aufzubereiten. Heute hat er mir eigentlich einen guten Eindruck gemacht, der Mesut auch. Jetzt glaube ich auch, dass mit der Reise hier nach Russland, dass beide vielleicht auch im Kopf jetzt den Schalter umlegen und in dieser Woche einfach sich auch auf das konzentrieren können, was für uns wichtig ist. Und ich denke, dass wir das auch hinbekommen, dass beide auch in dieser Form sind, wie wir uns das wünschen. Den deutschen Bundestrainer Joachim Löw hat das Ganze auch überrascht. Er geht aber nicht davon aus, dass die Spanier durch diesen Trainerwechsel an Stärke einbüßen werden. So eine Situation oder so eine Entscheidung gibt zwei Tage vor dem ersten Spiel der Mannschaft. Das ist natürlich schon auch ein Hammer. Da gibt es sicherlich natürlich auch unnötige Unruhe innerhalb des Verbandes und wahrscheinlich auch innerhalb der Mannschaft.